Und ja, meine Brüder und Bretuchas, moin moin und Servus, wir sind wieder hier in Fortnite auf der Switch. Und ja, man möchte sagen, heute zu einer etwas unkonventionelleren Uhrzeit im Itemshop, meine Freunde. Denn, naja, um 15 Uhr wird der Shop aktualisiert, nachdem er um 2 halt aktualisiert worden ist für diese Bobine, möchte man sagen. Ach, die Taco-Dame, wie heißt sie eigentlich? Tachita oder Takita? Mit mehr als einem feurigen Temperament gefüllt. Lecker. Ja, ich hatte überlegt, soll ich ein 2-Uhr-Video machen, aber ich dachte mir so, komm, ich zeig euch einfach den 2-Uhr-Shop jetzt. Und in knapp 4 Minuten, unter 4 Minuten, wenn der Shop halt aktualisiert wird, finden wir raus, wofür und warum. Falls ihr euch gefragt habt, so, yo, was ist denn dann eigentlich um 15 Uhr? Das finden wir heute raus. In diesem Sinne, lassen Sie doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn Ihnen doch das Video gefallen sollte. Jetzt halten Sie doch mal den Support hinein und abonniert Sie gerne rein für mehr. Oder, um das mal ganz dreist von der Ötti-Gang zu klauen, abonniert den Kanal und bimmelt die Glocke. Ihr wisst Bescheid. So, also, bevor wir jetzt hier um 15 Uhr reingehen, einmal ganz kurz. Der bisherige Shop. Natürlich noch hier das Doppelagentenpaket. Ja, danke an alle, die es sich auch natürlich räudigst gegönnt haben oder Eriks gegönnt haben. Genauso wie das Shadow-Spitzhacken-Paket und auch hier natürlich das Aufstieg der Schatten-Paket. Es gab einige Ehrenbrüder, die haben auch auf Twitter in den Social Medias gezeigt, dass sie das Ganze mit dem heiligen Crate Attack Random Kai HD erworben haben. Und falls ihr mich noch nicht eingetragen habt, überlegen Sie, dies zu tun. Dies gibt plus 10 Ehre und plus 5 je. Denn, ja, also, danke an alle, wirklich, die mich hier alle 2 Wochen eintragen und, ja, mich dementsprechend hier im Itemshop oder auch im Epic Game Store, wenn sie dort meinen Tag eingeben, supporten. Danke sehr für die ganzen Ehrenmänner. Ja, ich bin im Epic Games Support the Creator Programm. Ich sage das immer wieder, damit das halt auch ganz klar und transparent so, ne, kommuniziert ist. Dementsprechend, wenn ihr was kauft über meinen Tag, RandomKaiHD, bekommt ihr dadurch, naja, die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Und unterstützt mich gerne, filmt das auch gerne und haltet gerne den Support hinein in den Social Media und zeigt mir, dass ihr rein supportet habt. Es wird räudigst geliked und retweetet. Kommen Sie heran. So, also, Tachita. Heute backfrisch, möchte man schon fast sagen, hier reingekommen. Und ja, sieht auch noch sehr knusprig aus. Lecker. Ein wirklich sehr jähriger Skin. Schlagen Sie räudigst zu. Ich sage sehr oft räudigst in diesem Video. Es tut mir sehr leid. Dann die Plastikpatrouille, Spielzeugtrooper, grünes Plastik, graues Plastik, rotes Plastik, natürlich auch hier mit den Stilen blau oder grau und halt rot müsste das sein, genau. Dementsprechend grün, grau, rot. Bald sind diese Plastikpatrouillensoldaten tot. Und natürlich auch die Spielzeugtrooper, nicht zu vergessen. Dann der Stachel. Ja, sehr gefährlich und natürlich auch ganz klar. Zuki und, ja, was haben wir denn hier, meine Freunde? Ein weiterer Physik-Bug. Hashtag Bugknight64, meine Freunde. In Fortnite mit Zuki. Ist mir noch nie aufgefallen, also ist das neu oder wieso ist mir das nie aufgefallen? So, Tana, ganz kurz ein bisschen beeilen hier, ja. Gleich ist 15 Uhr, wir haben noch 32 Sekunden Zeit. Ansonsten hier, ja, die Überlebenskünstlerin, dann noch hier der Reinkarnationsskin, Mega-Moves. Hüftschwung, müssen wir auch gleich ganz kurz reingucken noch. Und der Sonnenspross. Dazu noch Safari. Mit den Morgensternklingen und der Flintentasche. Und Raubzug mit Mini-Totem. So, einmal ganz kurz hier noch der Hüftschwung für die Kicks. Je. Ja, es ist wirklich, huch. Jetzt gehen wir aber wirklich rein. 15 Uhr. Let's go! Und hier haben wir den neuen Skin. Und zwar einen DC-Skin. Es geht um Black Manta. Einigen war das vielleicht schon bekannt, dass er heute kommt. Aber für alle, die es noch nicht wussten, Black Manta ist am Start. Und ja, er rastet komplett aus. Guckt euch mal an, der meint das komplett ernst. Also, wirklich ein heftiger Skin, muss ich sagen. Also er, okay, ich glaube das nicht, dass der Zauberstab zu ihm gehört, sondern viel eher das Manta-Gehäuse. Ja, das sieht schon viel besser aus. Also, der Manta-Skin aus der
ja, aus dem DC-Universum, möchte man schon fast sagen. Steig in deinen Anzug und tauche in die Schlacht ein. Black Manta Set. Reaktiv sogar. Das heißt, es verändert sich innerhalb des Kampfes noch. Wie? In welcher Form? Gar keine Ahnung. Aber das werdet ihr noch früh genug rausfinden, wenn ihr ihn besitzt. Ansonsten, Black Manta schlagen sie gerne zu, wenn sie Bock haben. Mit dem Create Attack. Random Kai HD. Danke sehr an alle, die sich ihn heute wirklich sehr deliziös mit meinem Tag holen. Was dazu nicht fehlen darf, die Manta-Klingen, auch aus der DC-Reihe, aus diesem Seltenheitsgrad und ja, Black Mantas typische Dolche halt eben, ja. Ja, logisch. Man kennt sie doch. ich halte mich natürlich an der Stelle bedeckt, ob ich diese Superhelden überhaupt kenne. Grüße gehen raus. Genau, aber das ist alles, was heute hier rausgekommen ist im Item-Shop. Das Besondere, Black Manta. Heute um 15 Uhr reingekommen. Parallel übrigens zum heutigen täglichen Live-Cup oder der tägliche Hype-Cup. Der ist heute auch irgendwie da. Und ansonsten sollten die Challenges, glaube ich, auch schon da sein. Aber das war der heutige Shop und er hatte die Kicks. Ja, also nochmal wirklich ganz kurz hier der Hüftschwung. Der Je-Emote des Tages, der sollte auf jeden Fall empfohlenerweise reingeschallert werden. Gut. Dann wünsche ich ihr noch viel Spaß hier beim natürlich Auskundschaften und Stöbern des Shops. Und danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, ciao. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal jetzt und bimmelt die Glocke.